Ender Games Update mit den neuen Kids ziemlich cool finde. Ich freue mich immer ultra, wenn neue Kids da sind. Aber was ich halt nicht so ultra geil finde, ist die neue Kistenbalance. Es sind teilweise echt Sachen dabei, wo ich mir denke, ob das... Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ender Kids. Ich habe schon wieder nicht geschafft, das Kit ordentlich vorzulesen in der Lobby. Es tut mir unglaublich leid, das glaubt ihr gar nicht. Das Problem war hier gerade nur, dass ich unbedingt eine Runde wollte, die schon fast voll war, weil ich nicht so lange warten wollte. Und ja, tut mir leid. Oh, das hat sich jetzt, glaube ich, hier auch nichts mehr gebracht. So, wir switchen dich mal und dann switchen wir dich auch mal. Hey, ich möchte da weiter nach vorne. Also bitte. Danke. So. Oh, ich glaube, hinter uns ist auch, glaube ich, noch so ein Switcher. So ein Switcher-Typ. Auf jeden Fall kann ich mich damit echt gut nach vorne boosten. Oh, tut mir leid, ich habe eine Facebook-Nachricht bekommen. Ich weiß, ihr denkt jetzt wieder, das ist asynchron, nur ich habe jetzt gerade ein bisschen später darauf geantwortet, deswegen, nein, es ist nicht asynchron, es sei denn, ich habe es angemerkt, aber es sollte nicht asynchron sein. So, du, mein Lieber, du haust jetzt mal ganz schnell ab. Junge, ist der dumm? Ist der irgendwie zurückgeblieben? In seinem Kopf. Naja, dann hole ich mir halt von hier unten das schöne Holz und mache mir jetzt so schnell es geht ein Dia-Schwert. So, Thomas, beeil dich. Es geht in ein paar Sekunden los. Und es geht los. Und jetzt kann ich mich hier oben... Und er ist tot. Der war zwar abgestaubt, aber er ist ja auch schließlich auf mich gegangen. Ist ja nicht so, dass er abgehauen wäre. Somit ist er jetzt... tot. Gut. Bums, Doggy. Wat? Was ist los? Was gibt's denn jetzt schon wieder? Bums, Doggy. Ja, was ist denn los? Gut, er schlägt mich. Obwohl, ich schätze mal, dass er mich kannte, weil er hätte das ja nicht umsonst geschrieben. Ich esse jetzt mal den goldenen Apfel. Wir haben ja noch einen. Ja, keine Ahnung. Er geht auf mich los. Dann werde ich ihn wahrscheinlich aber auch nicht verschonen. Das ist halt einfach so. Bumsdoggy Aufnahme. Wenn du das hier siehst und die Aufnahme was geworden ist, dann vielleicht. Dann vielleicht. Aber ich schreibe das jetzt mit Absicht nicht, weil wenn dann hier wirklich wieder Leute sind, die meinen, sie müssten das dann irgendwie versauen oder sonst irgendwas, dann finde ich das nicht so geil. Komm her, bitte. Bitte komm her. Und da ist er tot. Perfekt. So. Jetzt gucken wir mal, was der alles so an Stuff hatte. Gucken wir einfach hier. Nee, der hatte eigentlich nichts, was wir wollen. Obwohl ich das Diamantschwert... Ja, genau. Das Diamantschwert wollten wir haben. Und jetzt porten wir uns gleich wieder weg. Obwohl können wir irgendwas craften. Nee, können wir nicht. Und deswegen... Wo ist der Block hin? Ach so, er hat sich weggeportet. So. Gut. Perfekt. Dann gehen wir gleich mal weiter. Haben noch immer 50 Sekunden lang Absorption. Sollten wir jetzt geportet werden. Das ist jetzt also nicht so schlimm. Wir haben einen Trank. Packe ich mal statt dem Feuerzeug hier hin. Auf jeden Fall tut es mir leid. Meine Stimme ist noch ein bisschen weg. sorry. Auf jeden Fall muss ich erstmal sagen, dass ich das neue Ender Games Update mit den neuen Kids ziemlich cool finde. Ich freue mich immer ultra, wenn neue Kids da sind. Aber was ich halt nicht so ultra geil finde, ist die neue Kistenbalance. Es sind teilweise echt Sachen dabei, wo ich mir denke, ob das jetzt unbedingt hätte nötig sein müssen. Ja, das weiß man dann nie so genau. So, jetzt gucken wir einfach mal, dass wir die Schuhe bekommen. Die haben wir bekommen. Also manchmal denke ich mir selbst, wenn ich so rede, dass das asynchron ist, obwohl das gar nicht asynchron ist, weil ich spiele hier gerade live.
Nur ich antworte teilweise so spät. So, wisst ihr was, Leute? Wir bleiben jetzt einfach mal ganz kurz stehen, weil ich weiß, dass wir gleich geportet werden und dann ist die Person vielleicht tot, wenn sie nicht schnell sneakt. Dann wäre das cool. Was ich auf jeden Fall mit dem Schneemann mal gern ausprobieren möchte. Nee, die Person lebt leider. Ach, schade. Mir war es wohl nicht vergönnt, einen toten Leidenden zu sehen. Okay. So, gucken wir mal. Oh, da ist ein Brustpanzer für uns. Ja, nicht schlecht. Einen Bogen haben wir auch noch nicht. Nicht schlecht. So, hier auch noch mal ein paar Tränke. Oder, oh, wir haben den Brustpanzer ja schon. Was mache ich denn hier? Hier, die Dings wollte ich haben, den Helm. Und der Helm ist ja gleich gut wie ein Eisenhelm. Also hätten wir jetzt quasi ja schon einen Eisenhelm. Das ist ja dann gut. Okay, Heal Potion. Und hier haben wir auch dann noch ein Potion. Also wie ihr seht, Leute, es sind Potions über Potions über Potions da. Das ist halt jetzt seit dem neuen Update so. Da kann man nichts machen. Man kann es mögen oder man kann es hassen. Ich bin jetzt nicht so der Freund von, weil man denkt, jeder hat hier so viele Potions. Und wenn dann irgendwie so ein Potion-Fight ist, ich weiß auch nicht, ob ich das so geil finde. Der ist bei mir in der Luft. Läuft bei ihm. Okay, gut. Oh, da haben wir ihn tot. Und ich habe die Ender Games gewonnen. Okay. Ich wusste nicht, dass das der letzte Gegner ist. Auf jeden Fall hat er jetzt geragebittet, weil er sofort, weil er sofort gelefft ist. Das war eine etwas schnelle Runde. Aber wie ihr seht, Werfwaterdrang der Heilungen, Vergiftungen, Regeneration 2, Schaden 2, das ist halt einfach teilweise ein bisschen zu viel der Tränke. Ich finde die neuen Kits super. Ich habe zwar jetzt nur den Schneegolem hier ausprobiert, aber ihr hört jetzt gleich mein Fazit. Und zwar, Leute, war das eigentlich, finde ich, eine ganz, ganz coole, schnelle Runde. Die hat nicht zu lange gedauert und für den Wiedereinstieg für Enderkids ist das super, falls ihr, liebe Freunde, neu auf dem Kanal hier seid und nicht wusste, dass ich früher auch eine Enderkids-Serie hatte. Die war ja nie irgendwie beendet, sondern immer nur pausiert, bis die neuen Kids kommen. Guckt einfach mal, ich verlinke euch die Playlist in der Videobeschreibung. Es sind alle Endergames-Kids und ich würde einfach mal sagen, Leute, mein Fazit zu dem Kit Schneegolem ist, es ist ein wirklich sehr, sehr praktisches Kit am Anfang, vor allem weil man dadurch eventuell, wenn man gut werfen kann, schneller Kisten bekommt, Holz bekommt ohne viel Mühe, weil man selbst nicht abbauen muss. Ja, wer ein kleiner Trollmeister ist, kann damit ja auch die Spieler trollen. Auf jeden Fall finde ich das auch ziemlich, ziemlich cool. Und wie ihr halt gesehen habt, es hilft ja teilweise schon im Kampf. Ich hatte zum Beispiel da vorne eine Runde, die war nicht so gut, aber da waren ein paar gute Stellen dabei. Der eine zum Beispiel wollte sich heilen, in dem Moment habe ich ihn geswitcht und somit hat er mich geheilt und er hat, wie gesagt, noch immer Low Life. Mega cool. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und wir sehen uns morgen bei dem nächsten Kit. Tschüss!